Letztes Mal habe ich mit Ihnen darüber gesprochen, was ich machen kann, wenn ich lange auf meinen Bescheid warten muss. Heute möchte ich mit Ihnen besprechen, was ich tun kann, wenn ich den Bescheid dann endlich in meinen Händen halte. Wo fange ich überhaupt an zu lesen? Auf was muss ich achten und welche Fristen muss ich unbedingt beachten? Grüß Gott und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Lisa Fockenhuber und ich bin Rechtsanwältin in der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Salzburg, Wien und in Graz. Ich habe endlich meinen Bescheid in der Hand. Was mache ich jetzt? Wo fange ich denn überhaupt an zu lesen? Mein Tipp hierzu wäre, schauen Sie einmal drauf, was ist überhaupt in einem Bescheid drinnen. Das eine ist der Spruch, der andere Teil des Bescheides ist die Begründung. Im Spruch steht das drinnen, was für Sie rechtsverbindlich ist. Dort hat die Behörde alles aufgenommen, was quasi für Sie wichtig ist, wie das Projekt umgesetzt werden kann, welche Auflagen Sie einzuhalten haben und sonstige Umstände, die sonst noch wichtig sind. Im zweiten Teil, in der Begründung, hat die Behörde einfach nur begründet, weshalb der Spruch so ist, wie er ist. Und dieser Teil ist nur dann wichtig, wenn im Spruch mögliche Sachen unklar sind und es um Auslegungen geht. Also daher mein Tipp, lesen Sie als erstes einmal den Spruch. Dann wissen Sie, wurde jetzt genehmigt, was wurde genehmigt, und das ist für Sie essentiell. Der zweite Teil, den Sie wahrscheinlich wissen möchten, ist, was kann ich jetzt gegen diesen Bescheid machen? Oder wer kann noch etwas gegen diesen Bescheid machen und binnen welcher Frist? Und hier werfen Sie einfach einmal einen Blick in die Rechtsmittelbelehrung. In der Rechtsmittelbelehrung finden Sie eine Aufzählung an Rechtsschutzmöglichkeiten. In der Regel steht da drinnen, Sie können Beschwerde innerhalb einer gewissen Frist bei einer bestimmten Behörde erheben. Das ist für Sie dann ausschlaggebend. Und hier bitte aufpassen, auch wann wurde Ihnen dieser Bescheid zugestellt. Ab dann läuft nämlich die Frist. Wenn Sie dann noch wissen möchten, wer kann sonst noch etwas dagegen machen, dann schauen Sie, wem wurde der Bescheid zugestellt. Das ist einmal ein erster guter Richtwert für andere Parteien, die noch Rechtsmittel erheben könnten. Und zu allerletzt und was fast das Wichtigste ist, nehmen Sie sich dann die Zeit und lesen Sie den Bescheid von Anfang bis Ende gut durch. Schauen Sie, wurde Ihr Projekt so genehmigt wie beantragt und ist alles enthalten, was Sie haben wollten. Dann sollten Sie eigentlich gut gerüstet sein und mit der Bescheidumsetzung starten können.